Georgios Trangas, TV-Moderator beim griechischen Sender Extra 3, hat sich heiß geredet. Wie jeden Abend wütet er in seiner Live-Sendung gegen die Deutschen. Herzlich willkommen aus dem deutschen Protektorat, begrüßt er seine Zuschauer. Im Hintergrund marschiert die Wehrmacht. Was will denn Merkel von uns, dass wir uns einen Stern an die Brust heften und uns alle in eine Reihe stellen? Sie hat überhaupt kein diplomatisches Taktgefühl. Trangas ist Kult in Griechenland. Was er sagt, hat Gewicht. Und auch die rechtsgerichteten Zeitungen hauen allzu gern in dieselbe Kerbe. Es sind vor allem die Medien, die die Deutschen zum Sündenbock machen. Das trifft die Stimmung und ist populär. Es lenkt wunderbar von den eigentlichen Problemen ab. Die Regierung duldet das oder schaut gar weg. Viele Griechen sagen uns aber auch, es sei zu einfach, die Schuld im Ausland zu suchen. Deutsche seien in Griechenland jederzeit willkommen. Während es in Athens Innenstadt auch heute wieder zu schweren Zusammenstößen zwischen Autonomen und Ordnungskräften gekommen ist, drohte die Polizeigewerkschaft am Morgen mit der Festnahme der Troika-Kontrolleure. Ihre bizarre Begründung: Die Finanzprüfer versuchten dem griechischen Volk wichtige Güter zu rauben.